Bam! Heute geht es nicht um diese Bazooka, sondern um Laser und wie man mit Hilfe dieser Bazooka Schall sichtbar machen kann. Hier ist unser Versuchsaufbau. Der Laser ist hier vorne, den habe ich so ausgerichtet, dass der Laserstrahl hier rüber geht. Jetzt gucken wir mal hier rüber. Und hier auf unserer Membran endet. Da ist ein ganz kleiner Spiegel, da geht der Laserstrahl ganz genau drauf und von dem Spiegel wird der reflektiert und fliegt hier rüber. Kommen wir mal mit, da müssen wir jetzt nah ran. An die Wand. Dieses ganze Ding hier, was wir ausgerichtet haben mit dem Laser, das ist eigentlich ein Messapparat. Und damit können wir Schallwellen, die in dieser Röhre sind, sichtbar machen. Und natürlich singen wir erstmal hier rein. Happy Birthday to Corona. Quarantäne, Quarantäne. Okay, jetzt machen wir was Interessanteres und machen richtige Frequenzen hier rein und etwas, das nennt sich Schwebung. Schwebung. Ist da was? Ja. Man den Ring hier so wabbeln. Und dieses Wabbeln, das ist genau die Frequenz der Schwebung. Und die wird langsam höher. Seht ihr, wie die höher wird? Wir gehen jetzt hier Frequenz für Frequenz durch und die werden überlagert. Die eine Frequenz ist diese hier und die andere ist diese hier. Und zusammen klingen die so. Die eine Frequenz behalten wir jetzt gleich und die andere verändern wir ganz langsam und gucken mal, wie sich das Muster dann verändert. Immer wieder gibt es dann hier so Muster und das sind genau die Schwebungen und die Resonanzfrequenzen irgendwie von diesem Rohr. Denn was das Rohr macht ist, irgendwie, da kommen die Schallwellen rein, überlagern sich und vorne wackelt dann unsere Membran und auch der Spiegel. Und der Spiegel zeigt jetzt quasi, wie sich die Luft in dem Rohr bewegt. Und dadurch sehen wir dann so abgefahrene Disco-Figuren an der Wand. Coronavirus aussehen. Und alleine sieht er nur so aus.